Zutaten für 4 Personen, 2 Scheiben Toastbrot, 1 Kilogramm Tomaten, 1 rote Paprikaschote, 2 Knoblauchzehen, TL Gemüsebrühe, Klammer auf Instant, Klammer zu, 4 Esslöffel Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zucker, 3 Esslöffel Rotweinessig, 200 Gramm rohe Garnelen, Klammer auf, frisch oder, TK, ohne Kopf und Schale, Klammer zu, 3 Jalapenos, Klammer auf, ca. 60 Gramm, Klammer zu, 3 Lauchzwiebeln, 1 rote Zwiebel, Velvetö, Portion ca. 2,7014 € GF10G. KA24G4i Brot entrinden und in Wasser einweichen. Tomaten waschen, kreuzweise einritzen und mit kochendem Wasser in einer Schüssel überbrühen. Kalt abschrecken, häuten und vierteln. Paprika putzen, waschen, würfeln. Knoblauch schälen. Brot ausdrücken. Mit den vorbereiteten Zutaten fein pürieren. Brühe in 3 Esslöffel heißem Wasser auflösen. Mit 2 Esslöffel Öl unterrühren. Gazpacho mit Salz, Pfeffer, 1 Esslöffel Zucker und Essig würzen. K4 Stunden abgedeckt kalt stellen. 2 GNLN eventuell auftauen lassen. Jalapenos und Lauchzwiebeln putzen und waschen. Zwiebel schälen. Alles in Ringe schneiden. Garnelen waschen, trocken tupfen und in 1 Esslöffel heißem Öl 3 bis 5 Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Gazpacho abschmecken. Mit Garnelen, Jalapenos, Lauchzwiebeln und Zwiebel garnieren. Restliches Öl darüber träufeln.